In Sanaa, der Hauptstadt des Bürgerkriegslandes Jemen, sind die Krankenhäuser voll mit Cholera-Patienten. Innerhalb von 2 Wochen sind wahrscheinlich mehr als 100 Menschen an der Seuche gestorben, mehr als 8000 sind erkrankt. Die Behörden in Sanaa haben den Notstand ausgerufen. Wir haben Wasser aus einem Brunnensystem getrunken, das schon vor langer Zeit angelegt wurde. Die Zisternen versorgen die ganze Gegend. Wir haben nie Probleme gehabt, bis jetzt. Auf den Straßen von Sanaa stapelt sich der Müll. Passanten tragen Atemschutzmasken gegen den beißenden Gestank. Die Cholera kann sich hier leicht ausbreiten. Sie wird durch verschmutzte Nahrungsmittel und verseuchtes Wasser übertragen. Seit Beginn des Bürgerkriegs zwischen Regierungstruppen und Houthi-Rebellen Anfang 2015 arbeitet nur noch die Hälfte der Gesundheitseinrichtungen. Das Gesundheitsministerium in der von Rebellen gehaltenen Hauptstadt hat die Situation nach eigenen Angaben nicht mehr im Griff. Hilfsorganisationen warnen vor einer Katastrophe. Es waren bis zu 4 Patienten in einem einzigen Bett und es gab Leute im Garten und sogar einige, die in Autos saßen, den Tropf ans Fenster gehängt. Nach 2 Jahren Krieg ist der Jemen das ärmste arabische Land. Die Weltgesundheitsorganisation spricht von einer der schwersten humanitären Krisen weltweit.